So. Haben die Bauroboter jetzt mal... Oh, das ist ein langsamer... Langsamer Roboter kommt her. Ich sehe euch. Ich sehe euch. Mist. Habe ich sie? Und zum Geier. Da. Zwei Stück. Fünf Stück. Bau fünf davon. Gut. Sagte fünf davon. Freilassen. So, ein Blueprint. Wir fangen an da oben und gehen bis darüber. Das sind jetzt sehr viele komplexe Sachen. Irgendwie traue ich dem das nicht ganz zu, aber schauen wir mal. Und das müssten wir jetzt hier unten hinsetzen. Okay, sagen wir mal, ich brauche das Muster. Nimm dich. Setz dich mal dahin. Und dann auf der Höhe so ungefähr. Und das hier muss theoretisch auch alles weg. Dann brauchen wir hier eine lila Kiste. Den ganzen Holz muss auch weg. Und das müssen wir woanders neu aufbauen. Also so eine Replikator-Ecke für ein paar Dinge. Jetzt haben wir das Holz, das wir jetzt gerade vernichtet haben. Und Schwefel. So. Komische Cursed Ex-Maschinen und Resin. Können wir Resin replizieren? Stimmt, oder? Nee, können wir nicht. Okay. Das ist eine der wenigen Sachen. Aber das können wir auch irgendwie ohne Bäume lösen. Weil die Tree Farm Mod-Geschichte, die passt für mich hier irgendwie nicht rein in das ganze Hightech-Zeug. Mach das hier mal weg. Schneller, 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 schneller. Gib mir mal bitte. Flying Frames. Alles an Flying Frames, was wir haben. Flying Frames, gut. Ich will jetzt nicht noch mehr Transportroboter herstellen, davon haben wir schon eine Menge. Ich will jetzt mehr von den hier haben. Da fehlt mir Alu. Okay, dann fordere bitte an. Aluminium. Da. Und ich hatte gesagt, das hier soll alles weg. Komische Roboter. So. Genau, auch weg. Dumm. Dumm. Blueprint. Einmal drehen und das muss jetzt auf dieselbe Höhe wie die Fabrik da hinten. Also hier. Flop. Und damit alle Komponenten vorhanden sind, wird das dann hier einmal abgerissen. Ich hoffe, das geht sich dann soweit auf. Aber da hier alles abgerissen wird, was da aufgebaut werden soll, müsste es eigentlich innerhalb von ein paar Minuten für die OG sein. Das Einzige, was jetzt fehlt, sind Ärmchen. Nö, Ärmchen auch nicht. Die werden ja auch da oben weggenommen und hinschauen. Rezepte werden auch übernommen. Beschränkungen von Kisten werden übernommen. Anforderungen von Kisten werden übernommen. Du kannst mal weg. Wie sieht es mit den Ladestationen aus? Geht noch, ne? Ja, wir sollten eventuell auch noch mehr von den MK2-Ladestationen bauen und jeweils unter die Augstation immer vier Stück davon pappen. Hier zwei Stück davon. Das sieht soweit okay aus. Aber das sind noch alle beschäftigt. Das wird sich aber weiter nicht ändern, denke ich. Oh, Science Parks verdoppelt. Schön, schön. Hier, Science Packs. Ja, oh, scheint so alles okay zu sein. Gut, denn während die hier alle am Buseln sind, ziemlich viele am Buseln sind sogar. Oh, Angriff links. Ist okay. Mach ich jetzt hier mal die Modul-Gedönsgeschichte. Also. Hätte ich gerne jetzt abbild das da. Hier das da. Da das da. Da das da. Da das da. So, du brauchst diese weißen Dinger und die Standardkomponenten. Tu jetzt mal die Standardkomponenten rein.
dump, dump. Sind die richtig? Richtig. Und weiße Bretter. Und das müssten die eigentlich alle gemein haben. Also alle fünf hier. Brauchen genau dasselbe, richtig. Also einfach immer nur dump, dump, dump. Dump, dump. Und die hier sind schon geschenkt. Ja, super. Also ich kann die jetzt so machen lassen. Was fehlt, sind Ärmchen. Aber ich habe die Ärmchen nicht automatisiert. Und das wollte ich auch nicht wirklich. Die waren doch ziemlich teuer. Ja, und Titan ist auch so eine Sache. Hole ich mir aber mal ganz kurz Titan. Blinke. Ja. So. Und die Ärmchen, die wir gleich hergestellt haben. Haben wir hier noch Zahn? Ja. Die Ärmchen, die ich gleich herstelle, die packe ich einfach in die lila Kiste, damit die Roboter Zugriff drauf haben. Sieht es hier inzwischen ein bisschen sortierter aus? Nicht wirklich. Viel zu viel Schwefelholz. Aber es müsste jetzt ja nach und nach alles umgebaut werden, richtig? Richtig. Gott. Definitiv kein Schwefelproblem mehr. Ja, das sollte ich eigentlich... Arbeitest du nicht? Achso, weil viel zu wenig Öl produziert wird. Mach mal daraus schnellere. So. Schwefelproduktion hier. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Und einfach eine Kiste dahin, die gerne Schwefel hätte. Damit das auch mal verbraucht wird. So. Ist jetzt nicht unendlich. Also irgendwann werden wir kein Schwefel im System haben und dann wird das da ausfallen. Und wir haben ja keine Schwefelsäure im System. Aber ehrlich gesagt kann ich damit leben. Dann habe ich halt 2 Minuten Arbeit in 40 Folgen irgendwann mal. Das ist okay. Die Sachen werden wegtransportiert. Und ihr seid immer noch am Ab- und Umbauen. Braucht definitiv mehr von den Construction Bots. Aber läuft alles. Problemlos. Sogar diese etwas skurrileren Dinge hier. Das ist schön. Also wir haben jetzt hier ganz viel Platz für die Forschungslabore. Dafür bräuchte ich allerdings erstmal die Forschungslabore. Und zwar hatte ich gesagt, 6 Stück für Modulforschung und 6 Stück für die Replicator-Forschung. Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Vielleicht mache ich auch 12 Stück für das eine, 12 Stück für das andere. Genug Platz müssten wir sie dafür haben. Das heißt, ich würde hier einfach die abreißen. Ja, ich benutze die Forschung hier gerade eh nicht. Nehmen wir alles mit. Und fertig. Warte mal ganz kurz. Mal schauen, wie viele Tränke wir haben. Weniger als 400. Tu da rein. Die ganzen Leichen, die du eingesackt hast. Die Germlings, Tree Farm, fast nicht alles. Cursed Talent Exchange. Irgendwelche Komponenten für Komponenten und Zeug. So. Und Frameframes. Und du kannst auch weg. Und du auch. Und du auch. Und du auch, und du auch. Und ihr auch. Du nicht. So. Also da habe ich jetzt 6 weggenommen. 6. 7? 7 weggenommen. 7 wäre schon mal ein Anfang. Das heißt, ich setze die jetzt schon mal hier hin. Haben die sich irgendwie orientiert an den Fabriken? Ungefähr an der Höhe, ja. Das heißt, wir hätten dann hier eine Kiste. Ärmchen. Eine Fabrik. Ein Abstand noch eine Fabrik. Ein Ärmchen und eine Kiste. Ist jetzt auf derselben Höhe wie die Fabriken hier. Ja. Und die fordern jeweils an. Das braucht
machen die Replicator-Dinger immer? Rare Earth Magnets und die schwierigeren Sachen brauchen die Superconductor. Okay. Das heißt, du hättest gerne Rare Earth. Du hättest gerne Rare Earth Magnets. Sagen wir auch 50. Und Superconductors, davon nur 10. Und für die ganz abgefahrenen Sachen später davon aber nur 5. Die Platten gar nicht für die Forschung? Nö, Platten sehe ich gar nicht dabei. Ja, okay. Dim, dim. Und jetzt einfach nur mit einem Abstand. Blub, blub. Achso, stopp. Wozu haben wir Blueprints? Blueprint. Zip. Ja, es wäre schön, wenn die Kisten da jetzt weg wären, aber ich kann das umgehen, indem ich das so mache. Genau. Zip, zip. Zip. Da muss ich jetzt kurz warten und dann zip. Jetzt brauche ich mal wieder eine Kiste irgendwo und da schmeiße ich dann die hier rein und baue davon auch noch ein paar. So. Die kommen dahin. Okay. Und dann nochmal 12 von den anderen Laboren. Wo tauchen die jetzt auf? Modules Lab. Für das Modules Lab brauche ich die grünen Dinger, die ich gerade da drüben herstellen lasse. Yeah. Das heißt, ich kann mir die hier klauen. Oh. Achso, hier fehlen immer noch die Lederärmchen. Für die Lederärmchen da rein, auf dass sie da verteilt werden, wo sie gebraucht werden. Das ist eine doofe Idee, so viel auf einmal in Auftrag zu geben. Oh, warte. Wozu haben wir... Speed. Ich warte jetzt nur darauf, dass die Kisten da gefüllt werden und die Roboter endlich wieder frei sind. Sollte ja soweit irgendwann mal fertig sein. Angriff. 200 Türme schießen, alles okay. Oh, nö. Roboter sind immer noch alle beschäftigt. Genau die Ärmchen, die ich brauchte, sind nicht gemacht worden. Okay, dann mach sie halt von Hand. Was soll's. So. Also davon brauche ich jetzt gleich welche und davon, um die Labore erst überhaupt mal herzustellen zu können. Oh, genau, Kisten setzen. Da fehlt immer noch ein Schmelzofen, möglicherweise. Habe ich den von Hand gesetzt, vielleicht? Ah, so läuft das. Sehr schön. Die bappe ich mal hier vorne hin. Und das ist... Ne, habe ich nicht aufgesammelt. Wird schon irgendjemand irgendwann da hinsetzen, bevor das Blueprint verschwindet, hoffentlich. Weil die haben ja auch eine Halbwertszeit, die Dinger. Setz mal den... Erstmal da oben hin und dann hier mit Abstand. Die sind jetzt auch Silber, ne? Keine Bronze-Dinger wieder. Gut. Ein Abstand. Da, da. Ein Abstand. Da, da. Ein Abstand. Da. Gut. Weg. Gib mir das alles mal. Ich helfe den Roboter ein bisschen jetzt aus. Das ist ja albern hier sonst. So. Und dann kommen die Sondermetalle da rein. Und die Ressourcen selber kommen in die Kiste vor dem Logistiksystem, damit die Roboter nicht so weit fliegen müssen beim Einsortieren. Also dahin. Blub, blub. Alles rein da. Weg, 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 weg. Alles weg. Das könnt ihr mir später wiedergeben, falls ich es wirklich haben möchte. Bis dahin kommt es erstmal weg. Okay.
Guti, erstmal eine kleine Pause. In der nächsten Folge werde ich wahrscheinlich das hier abreißen und anderweitig wieder aufbauen. Also einfach irgendwo Schmelzanlagen und Fabriken, die dann Magnete und so weiter herstellen. Und die Drills hier wegnehmen und da neu hinsetzen. Und dann liefern die das irgendwie in die Kiste. Und ja, das sorgt wieder dafür, dass mehr Roboter zu tun haben, aber eigentlich haben wir genug Roboter. Die sind jetzt nur gerade so ein bisschen beschäftigt wegen da oben. Wobei das schon echt gut aussieht. Guck mal, wie viele Kisten da schon leer sind. Ja, kann ich da ein bisschen rauspflücken. Und theoretisch könnte ich hier auch von Hand ein bisschen mithelfen. Also halt das ganze Eisen raussuchen oder so. Aber nicht jetzt, das kommt erst später. Also bis dann.